Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Spore mit mir, dem Nature, und natürlich unserem kleinen Naturi, der mittlerweile ja schon richtig schön bärtig geworden ist. Also er fängt langsam an, unserem oder meinem Triantenbild zu ähneln. Und das ist ja das Ziel, wo wir hinwollen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein Rudelmitglied finden. Wir sind ja jetzt vor kurzem auch ins neue Nest umgezogen, mussten hier in der Umgebung dann auch ein paar Verluste hinnehmen, aber haben auch schon wieder ein anderes Nest ausgerottet. Und jetzt sammeln wir uns noch ein letztes, das zweite Rudelmitglied auf, indem wir das andere Vieh fröhlich antanzen. Und tschack, schon sind wir wieder ein vollständiges Rudel und können wieder in den aggressiven Modus übergehen. Und hier den Stab, den okay, nehmen wir nicht mit, der wird lieber durch die Gegend gekickt. Stabfußball praktisch. Warum läuft uns hier denn eigentlich so ein kleines hinterher? Hm, vielleicht ist das mein Sohn, mein Kind. Na gut, schauen wir einfach mal, was es hier noch so gibt. Hier hinten ist ja noch ein Netz, ein Nest. Da gehen wir einfach mal hin. Und dann sehe ich auch schon so das ein oder andere Vieh rumstehen. Und da werden wir uns natürlich jetzt drum kümmern. Das sieht ja, die sehen ja auch putzig aus. Die sehen aus wie so halb Vogel, halb Muschel. So, na dann, auf geht's. So, direkt wieder draufhauen mit Zähnen und was wir noch so alles haben. Und ich fürchte, das wird auch vielleicht schon wieder eines unserer Rudelmitglieder. Ja, da hat es hinter sich. Aber das ist kein Problem. Das andere, das restliche Rudel ist ja in der Nähe. Und damit können wir uns definitiv auch wieder ein neues Rudelmitglied holen. Wir sind ja da recht martialisch und sagen, na komm, wenn eins halt stirbt, dann holen wir uns direkt was Neues. Wir sind da ja nicht so. Uns überlebt halt eben nur der Stärkste. So, Narwalhorn. Okay, sowas brauchen wir halt eher nicht. Und was haben wir hier? Neue Füße. Oh, mit Exoskelett. Das dürfte bei unserem auch recht gut aussehen, denke ich. So, wir gehen eben schnell ins Heimatnest. Und ich denke, ein Nest werden wir noch erobern, bevor wir auch das nächste Mal wieder in den Editor-Mode gehen, also beziehungsweise einmal unsere Gestalt überarbeiten. So, ups, was war das denn? Achso, das war ein Sprung. Da sind wir aus Versehen auf die Sprungtaste gekommen. So, das wollte singen und nicht tanzen. Boah, aber es reicht anscheinend trotzdem. Auch wenn er uns was vorsingt und wir ihm was vortanzen. Und hier sieht man auch wieder schön den Nachthimmel aufziehen. Mit den schönen Sternen. Oh, was war das denn? Okay. Da hinten ist auf jeden Fall ein Vulkan. Was auch immer das war. Denken wir nicht einfach... Oh, da kommt es wieder. Das ist ein Schurke. Denken wir einfach nicht drüber nach. Das ist einer von diesen Minibossen. Die hatte ich ja schon mal erwähnt. Mit dem stacheligen Popo. Und da gibt es verschiedene große, das war halt eher so ein kleiner Mini-Boss. Aber da gibt es halt eben auch diese ganzen riesigen, die alles wegbashen, was ihnen in den Weg kommt. Und da wollen wir eigentlich eher... Oh, oh. Das sind feindliche und die haben auch schon 40 Leben. Deswegen lassen wir die doch mal lieber in Ruhe. Aber hier liegt noch ein Skelettteil rum, das nehmen wir natürlich mit. Auch wenn das eher nicht so zu unserem Stil passt. Aber hier das Nest, das passt doch schon eher. Und deswegen werden wir... Ups, die wollen wir aber nicht beeindrucken, die wollen wir attackieren. So, da haben wir auch schon den ersten erledigt. War nicht so clever, dass ich mich da jetzt wieder in den Vordergrund gestellt habe. Deswegen gehen wir mal ein bisschen beiseite. Lassen hier noch ein bisschen.
Oh, und jetzt stehen wir alleine da, oder wie? Sehe ich das jetzt? Ja, das war nicht so clever. Dass ich da direkt reingejumpt bin. Da hätte ich vielleicht ein bisschen das Rudel vorschicken sollen. Okay, wir müssen zum Nest zurück und uns heilen. Das hatten wir schon das ein oder andere Mal. Na, kommt er jetzt nicht aus dem Ladescreen raus, oder was? Na du, jetzt mach aber mal hin. So lange kann das doch nicht dauern mit dem Heilen. Ja, irgendwie hat er sich jetzt anscheinend gerade so ein bisschen aufgehangen. Ich werde einfach mal kurz die Aufnahme stoppen und fange dann gleich wieder an, wenn es wieder weitergeht. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Leider hat es unseren Spielstand nicht gespeichert, sodass wir noch einmal dieses andere Nest erobern müssen. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich kann es mal gerade nicht ändern. So, da müssen wir einmal zaubern. Alles klar, haben wir das auch wieder als Rudelmitglied. So, dann werden wir wieder Richtung dieser Vögel gehen, denke ich. Die waren ja doch recht easy. Vielleicht schaffen wir das ja auch diesmal ohne, dass wir ein Rudelmitglied verlieren. So, Angriff. Kommt direkt die dicke Mama-Vogel. Mama-Muschelvogel. So, natürlich wie gehabt. Immer schön beißen, kratzen, schlagen, was so das Angriff-Repertoire hergibt. Ja, bis jetzt sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Und diesmal haben wir keines unserer Rudelmitglieder verloren. Das spart uns ein bisschen Zeit. Eben mal wieder satt essen. An den Überresten unserer Feinde. Und mal eben hier die Knochen mitnehmen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nur wieder andere Sachen zur Verfügung. Einmal das Bein und was kriegen wir noch? Das kriegen wir gar nicht erst gezahlt. Ah, doch. Ein Fuß, ja, leider also das Exoskelett nicht dabei diesmal. Kann man nicht ändern. Ja, dann gehen wir einfach mal wieder zu dem Nest, wo wir waren. Das ist ja hier dieses. Hier auch schon direkt der nächste angerannt. Dann müssen wir auch direkt mal unser Wutgebrüll das ist so ein bisschen zu backen. Ich glaube, das ist noch ab. Hab ehrlich gesagt noch nicht so ganz durchgeblickt. Fehdehornschuh oder was? Fehdehornschuh, ach wie auch immer. So, zwei Stück müssen wir noch jagen. Da hatte ich doch gerade einen im Visier. Ja, da werden wir auch schon wieder hinterrücks angegriffen. Upsala. Da sind wir aufs falsche Taktum gesprungen. So, geschafft. Und wir sind ein bisschen gewachsen. Und indem wir wieder natürlich uns anstrengen und drücken, wächst auch wieder unser Gehirn ein bisschen. Und wir sind wieder ein Stückchen schlauer geworden. Ja, so soll das sein. Und wir kriegen eine neue Kreatur im Rudel. Achso, und einen müssen wir sowieso noch umbrezen, um unsere Aufgabe zu erfüllen, weil das haben wir da gar nicht gemacht. So, da ist es geschafft. Haben wir schon wieder einen guten Schritt in Richtung des ganz großen Gehirns gemacht. Und wir kriegen ein Ohr. Und dann liegt noch ein Skelettteil. Das nehmen wir natürlich auch mit.
So, was gibt's hier? Oh, Deko. Farnfeder. Das ist doch schön. Das ist doch genau das, was wir wollen. So, die, mit denen wollen wir uns erstmal noch nicht anlegen, weil die sind ziemlich groß. Deswegen lassen wir das erstmal. Wir gehen erstmal wieder Richtung Nest und schauen mal, ob wir, was ist das denn? Ein Pilz oder so. Stickepilz. Und schauen mal, ob wir wieder ein bisschen an unserer Kreatur basteln können. Ich meine, wir haben jetzt wieder 344 DNA-Punkte zur Verfügung. Da sollte also einiges gehen. Und dann erwartet auch schon die freudige Liebschaft den heimkehrenden Helden für ein schönes Schläferstündchen. So, und schon gehen hier wie so ein Muskelprotz mit Rasierklingen unter den Armen. Ich lauf mal aufs Nest zu, wie der größte Pascha, obwohl wir ja eigentlich ein Weibchen sind. Vielleicht sind wir aber auch eine Spezies, bei der einfach die Männchen die Eier legen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, was haben wir Neues an Mäulern? Da ist jetzt irgendwie immer noch nichts wirklich dabei, was uns hilft. Aber ich würde sagen, einfach aus dem Grund, was kostet das? Das kostet doch 250 DNA-Punkte. Das ist nicht so das, was ich will. Hier haben wir ja schon dieses Straugeauge. Das lassen wir alles mal so. Beine kriegen wir jetzt Kraftfuß. Das bringt uns nicht wirklich was. Wir können mal gucken, wie das aussieht im Gegensatz zum... Das sieht halt auch irgendwie nicht so toll aus. Das passt auf jeden Fall nicht so wirklich zu unserem Männlein. Aber was da ganz gut zu passt, finde ich, upsala, finde ich zumindest. Check, einmal das weg. Und einmal die hier dran. Das sieht doch schon so ein bisschen eher nach Rinde oder sowas aus. Als die Teile, die wir vorher hatten. Müssen wir erstmal gucken, wie wir das jetzt wieder vernünftig gedreht bekommen. Aber da können wir anscheinend gerade gar nichts irgendwie großartig dran machen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, da können wir anscheinend nichts mehr verändern. Aber vielleicht kriegen wir ja noch was anderes, was dann noch besser passt. Gucken wir einfach mal. So, hier kriegen wir 3 Pfote, 4 Pfote und Beinhände. Na, das ist alles nicht so interessant. Da passt das eigentlich immer noch am besten, würde ich fast sagen. Kriegen wir auch nichts, sonst nichts Großartiges Neues dazu. Da kann man einmal noch gucken. Hier ist auf jeden Fall was, was durchaus interessant sein könnte. Mit diesem, das gibt Schlagen 4, deswegen werden wir die hier mal durch dieses Mähschrecken ersetzen. Einfach um den besseren Schlagen mitzunehmen. Das bessere Schlagen mitzunehmen, so. So einmal nach vorne. Und dann können wir das natürlich, oh, das können wir auch so machen. Das würde ich dann fast sogar noch eher nehmen. Wobei, ja, das muss man nach oben so als Sichel, die dann so absteht. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. So. Ja gut, hat jetzt erstmal mit dem Triant nicht so viel gemeinsam, muss man ja sagen. Aber das kommt dann schon noch. So, das kann man ja so als diese Äste, die Hinteräste sehen, wenn man denn möchte. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen Platz für Deko. Ja, leider fehlen uns da wieder die Punkte zu. Das kostet halt auch ziemlich viel. Deswegen... Oh, da die Ass-Deko. Das ist ja schon verlockend. Aber wie gesagt, das kostet halt jetzt im Moment einfach zu viel. Eventuell, ich glaube, wir sind später nicht mehr so stark auf die Punkte angewiesen, sodass sich dann im nächsten Modus das ganz gut bauen lässt. Und wenn nicht, dann...
ist es halt so, wir haben es unser Bestes dann versucht, so nah wie möglich an die Vorlage zu kommen. So, er zieht um. Alles klar. Oh, die sind irgendwie ziemlich schwach auf der Brust, was so den Lebenspool angeht, sehe ich gerade. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht noch was dran drehen können. Das wäre ja irgendwie. Oh, ja, okay. Hat sich verändert. 46, damit kann man doch schon eher arbeiten. Unser Rudel ist fast voll. Den wollen wir noch mitnehmen. Tanzen dafür. Alles klar. Letztes Rudelmitglied auch akquiriert. Und dann kann man auch schon wieder auf den Angriffsmodus umschalten. Denn wir wollen ja jetzt auch. Also wir müssen ja erstmal wieder unserem. Ja, unserem Stamm folgen und zum nächsten Nest ziehen. Und dann werden wir einfach auf dem Weg dahin so viel wie möglich Bambule machen. So, das hier ist der Alpha. Den greifen wir direkt mal an. Den haben wir auch schon erledigt. Und dann machen wir hier mal direkt weiter. Ja, manchmal verliert man einfach so das aktuelle Target aus dem Ding und dann wird man auf einmal wieder. Geht zu der Nähe mit Zaubern tappt. Das soll ja eigentlich nicht der Fall sein. So, einer fehlt noch, oder wie? Ne, drei sogar noch. So, das schnell besiegen. Jetzt erstmal ein bisschen was fressen, bevor wir noch ein Rudelmitglied verlieren. Das wäre in dieser Situation eher nicht so gut. Das ist das Froschmonster. Alles klar. Da gerade ein UFO. Hört sich so wie UFO an. Ach, da ist was abgestürzt. Deswegen hört sich das wie UFO an. Da werden wir natürlich gleich mal nachgucken. So, den letzten noch. Jetzt so Härchen. Oh, und da gibt es auch die. Nächsten Teil, die nächste Stufe von der Hand, die wir ja schon haben. Okay, aber es scheint, als könnten wir hier an diesem UFO nichts dran drehen. Dann müssen wir das wohl liegen lassen. Aber es ist schon einmal ein kleiner Vorgeschmack auf das, wo wir noch hinkommen werden. Und dann würde ich sagen, verfolgen wir mal weiter unseren Weg zum Nest. Ich glaube, hier ging es lang. Hoffe ich zumindest. Aber ich würde sagen, hier die Räume auch direkt weg. Die sind eher aggressiv. Haben wir da einmal Bambule. Hier gibt es auch schon wieder drei neue Teilchen zu erobern. Obermeckgirsch, alles klar. Sagst du Bescheid. Da sind wir schon wieder in dieses andere Tab umgesprungen. Ich weiß nicht, warum er das immer wieder macht. Das geht einem auf jeden Fall mit der Zeit so ganz schön auf den Nerv. So, ein Deko-Teil haben wir noch bekommen. Was gibt es hier noch? Flügelchen. Und was noch? Zeigt er jetzt nicht an, müssen wir gleich selber herausfinden. Ach doch, das Narwalhorn, was wir eben schon mal bekommen hatten, allerdings ist wieder gelöscht worden ist, weil wir ja nochmal neu starten mussten. So, damit hätten wir auch das geschafft. Und wir sind ja fast fertig. Das bedeutet. Was war das? Oh mein Gott, was ist da los?
Oh, das. Ein UFO. Ein X-Wing. Sieht fast aus wie das, was eben abgestürzt ist. Und unschwer zu erkennen ist hier ganz klar der X-Wing aus Star Wars nachgebaut. Diese Tierchen sehen natürlich auch sehr interessant aus hier. So, wir gehen einfach mal weiter in Richtung unseres Nests. Gucken mal, wo ist der Flieger? Nicht, dass er uns gleich aufsammeln will. Aber das sieht schon gut aus, was die da gebaut haben. Also ich versuche nochmal, aber unser Nest scheint noch nicht in der Nähe zu sein. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ja wieder gut vorangekommen. Oh, und ich muss langsam mal was fressen, sehe ich gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo fürs Video. Ich bin jetzt übrigens auch bei Twitter. Schaut also auch da mal rein. Natürlich auch bei Facebook. Freue ich mich immer über einen netten Kommentar. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt mir doch unter das Video, warum nicht. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Spore mit mir, dem Nature. Macht's gut!